Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Witcher 3. In der letzten Folge haben wir das die Quests irgendetwas mit Käse gemacht. Ja, wir haben den Emmentaler gekriegt. Gut, und jetzt wollen wir weitermachen. Auf der Fährte. Oh, gut. Dann legen wir das. Ab zur Fährte. Gut, und wo müssen wir dafür hin? Ah, hier. Gut. Arete. Wir müssen halt nach Arete und dort müssen wir rübergehen. Okay. Wir nehmen den Questweg, denn er hat mehr oder weniger eine Ahnung, wo er uns hinführt. Da oben ist etwas. Aber das schauen wir uns später mal an. Im Moment will ich ein paar Quests hinter mir. Also hinter uns bringen. Oh. Die Tor. Gut. Und somit haben wir auch noch einen weiteren. Oh, hier ist es ja auch schon. Wir mögen keine Leute, die hier rumstreuen. Ach nein? Gibt es hier eine Bestie, die jemand loswerden möchte? Ich bin wegen der Nachricht hier. Aufseher Lund hat sie aufgehängt. Ja, die Bestie treibt sich in den Vororten rum. Ermordet die Leute. Sie haben Angst, abends rauszugehen. Kann er mit dem Aufseher reden? Also sprechen? Ich würde gerne mit dem Aufseher sprechen. Zu schade, dass er keine Bittsteller empfängt. Was macht er denn genau? Er verteilt im Namen des Stadtrats Hilfsgüter. Mehl und Grütze für die Armen. Natürlich macht er das nicht selbst. Dafür hat er seine Männer. Er selbst, beaufsichtigt? Genau. Wow. Vielleicht bringe ich diese Bestie zur Strecke. Ich möchte dieses Monster zur Strecke bringen. Dann solltest du dich beeilen. Ein anderer Kerl ist schon hinter ihm her. Aha, ein anderer Kerl? Jemand hat den Auftrag angenommen? Wer? Wer hat den Auftrag angenommen? Ich habe den Mann nicht gesehen. Hab nur gehört, dass irgendein mutiger Trottel aufgetaucht ist. Hat jemand das Monster gesehen? Gibt es irgendwelche Augenzeugen von diesen Angriffen? Nein, nur Leichen. Die Bestie erscheint nur nachts und wählt Opfer aus, die alleine sind. Interessant. Wo hat die Bestie zuletzt zugeschlagen? Wann wurde das letzte Opfer gefunden? Erst letzte Nacht. Hubert, ein Bettler, aber anständig. Ich habe ihn ab und zu im Schuppen übernachten lassen. Dort drüben rechts. Eustachius hat die Leiche noch nicht abgeholt. Sie liegt noch dort, wo ich sie gefunden habe. Bis dann. Danke. Bis dann. Untersuche den Schauplatz des Verbrechens mit Hilfe deiner Hexersinne. Also. Eine lächtige Person. Nachts untergreift Leute, die alleine sind. Wow. Das grenzt. Das grenzt nicht gerade wirklich ein. Okay. Gut, was haben wir hier? Blut, aber kein menschliches. Das Monster wurde verwundet. Der Penner, also. Das sind nicht die Spuren eines Garkins oder Flatterers. Moment, ist ein Flatterer nicht ein Vampir? Okay, dann schauen wir uns mal. Alles Blut wurde ausgesaugt. Ein niederer Vampir? Was sagt er nicht gerade? Oder gibt es mehrere niedere Vampire? Das glaube ich auch. Es könnte also doch ein Vampir sein.
Und die Frage ist. Heda! Die Spuren enden hier. Ich muss auf der anderen Seite nach Spuren suchen. Und ich glaube sogar, wo es ist. Denn das Einzige, was hier in der Nähe Monstergeräusche macht, ist dort drin. Dann gehen wir mal rüber und prügeln ihm die Scheiße aus dem Leib. Ah, da oben. Rattenkadaver. Sie haben keinen Tropfen Blut mehr. Muss ein der Ekima ist hier aus dem Wasser gekommen. Ah. Ich muss nach weiteren Spuren suchen. Gegen ein Ekima haben wir schon mal gekämpft. Nein, du sollst das darunter genau aufnehmen. Vielleicht finden wir so Kirschlikör. Was mir langsam so vorkommt, als wäre es unmöglich. Okay, da kämpft jemand oben gegen das Vieh. Aber ich nehme an, diese Person schafft es nicht ohne unsere Hilfe. Deshalb. Sammeln wir hier. Boah, die sind ja laut. Also, es ist ein Mann. Herald, Vorsicht! Sie ist stark! Wow. Und woher weiß er? Komm! Greif an und fülle meine Energie wieder auf. Ja. Gut, und jetzt? Oh Gott. Komm, stirb! Hallo, Lambert. Verdammt, wie gut dich zu sehen, Wolf. Bist du zum Jagen in Novigrad? Du mochtest die Stadt doch noch nie, wenn ich mich recht entsinne. Das stimmt. Ich habe hier etwas zu erledigen. Wo bist du gewesen? Was hast du getrieben? Das ist Lambert? Ich dachte, der im roten Kostüm wäre Lambert. Ah, dann habe ich die Wolf verwechselt. Was hast du getrieben? Ging unterwegs alles glatt? Und ob? Ordentlicher Verdienst in Lan Exeter. Da sollte ich einen Riesen jagen, der sich als Waldtroll entpuppte. Außerdem Banditen. Banditen? Die gab es zusammen mit dem Trollfreihaus. Okay, brauchst du Hilfe bei der Sache? Was du noch erledigen musst, kann ich dir dabei helfen? Vielleicht. Aber wir reden später darüber. Wir müssen uns die Belohnung holen. Ich hab's eilig. Sagen wir, du hast die Hälfte verdient. Was soll's? Gehen wir. Oder, nein, ich stoße später dazu. Ich stoße später dazu. Wartest du auf mich? Gut, aber lass dir nicht zu lange Zeit. Weißt du, wo das Büro des Aufsehers ist? Ja, ich habe mich mit der Wache davor unterhalten. Wir sehen uns dort. Gut. Denn normalerweise, wenn man sagt, ja, ich komme gleich mit, gehen sie direkt dorthin. Und ich habe hier noch nicht alles geplündert. Also, geplündert ist ein zu hartes Wort. Ich meine aufgeräumt. Genau. Ich habe hier die Gegend noch nicht gesäubert. Wir wollen doch kein Chaos hinterlassen. Wir sind anständige Hexer, die dafür sorgen, dass alles anständig ist. Ich habe gerade eine Streckleiter gefunden. Vielleicht baue ich mir daraus mein eigenes Streck. Ja, also dann gehen wir mal rüber. Eieiei.
Ah, da. Oh, Lambert. Moment, was ist das? Bringt eure Kinder auf Marabellas Schule für die Kleinen, wo sie lesen, schreiben und Respekt vor den Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Okay. Aber seltsam, dass das erlaubt wird. Lambert? Holen wir uns die Belohnung. Und? Was sagst du? Wir haben alles Notwendige getan. Jetzt wollen wir unsere Bezahlung sehen. Wartet hier. Ich hole den Aufseher und eure Belohnung. Das machen wir selbst. Kein Grund, den Posten zu verlassen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Geht rein. Wir haben uns um das Monster am Hafen gekümmert. Wir sind wegen der Belohnung hier. Hexer? Seit wann reist ihr zu zweit? Auf einzelne Hexer lauern große Gefahren. Banditen zum Beispiel. Ich rate dir, auf deinen Ton zu achten. Wo ist Yad Karadin? Rede! Yad Karadin? Wer? Vertrau mir, Geralt. Es ist wichtig. Ich muss etwas herausfinden. Ich kenne keinen Karadin. Nehmt die Münzen und verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wo ist Yad Karadin? Ich frage dich zum letzten Mal. Wache! In den Kerker mit ihnen! Dir vertrauen. Okay. Einer. Zwei. Und der dritte. Okay. Gegen menschliche Monster, ja. Ist es am einfachsten und am besten mit dem Artzeichen. So heißt der Zeichen, glaube ich. Das setzt sie zu Boden, sie können sich noch bewegen. Ich schusse in die Klinge in den Hals. Und tot sind sie. Dieser Typ ist mehr Ärger als der Ekima. Karadin ist verschwunden, ich schwöre es. Die anderen auch. Ich weiß nur von Vienne. Was weißt du von Vienne? Sie trinkt im Sieben Katzen, sie ist Tag und Nacht dort. Siehst du? Du bist doch zu was Nütze. Erzählst du mir, was das alles soll? Das war Mord. War das wirklich notwendig? Ja. Bald tauchen noch mehr Wachen auf. Lass uns verschwinden. Wir treffen uns im Sieben Katzen. Dort erzähle ich dir alles. In der Taverne, wo Vienne ist? Ja, bis später. Okay. Ist Lambert ist ja auch einer der Dingsschule. Wolfsschule, genau. Sollte ihm vertrauen. Er ist ja sozusagen unser Waffenbruder. Aber sein Verhalten gerade ist nicht gerade. Sein Verhalten gerade ist nicht gerade. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Lässt sich nicht so einfach entschuldigen. Ich hoffe, er hat wirklich gute Gründe dafür. Nein, das aufnehmen. Das haben wir gelesen und sonst ist nichts mehr. Bei den sieben Katzen warten wir doch schon mal, oder? Ja, da unten. Um uns ein bisschen Zeit zu ersparen, würde ich sagen, reisen wir so hin. Ja. Ah, Lambert ist gerade da. Hi, Lambert.
Na schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ich will alles hören. Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Wie ist es ausgegangen? Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit Aiden tut mir leid. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Weil wir dich freundlich darum bitten. Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Oh, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Was meinst du mit verändert? Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt, scheint was Großes zu planen. Wir waren Karadins Kumpel. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Was weißt du über Selyse? Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Erzähl mir von Hammond. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faroe, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt.
Warum hast du bei ihnen mitgemacht? Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Wir haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein. Ich konnte einen Spaß auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Die anderen Mitglieder der Bande. Wir müssen mit ihnen reden. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Tötet sie nicht, also. Ah, ist nur noch ein Säufer. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Zuerst müssen wir reden. Das wäre wichtig. Zweitens, ich will nach zu Selyse. Du kannst den Typen haben. Ja, das ist unfair. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Okay. Aber wo finde ich diese Taverne? Im Nirgendwo. Denn nirgendwo weiß niemand, wo nirgendwo ist. Okay, ich sollte den Scheiß lassen. Gut, dann hätten wir das mal geschafft. Bei Novigrad, das machen wir vielleicht später. Auf der Fährte, das kommt noch. Schwarze Perle, das war auch auf Skellige. Will aber noch nicht nach Skellige. Hexauftrag. Ha, hier. Ein flüchtiger Dieb. Gut. Aber hier waren wir doch schon mal. Geralt? Lambert? Hier waren wir doch schon drin, oder? Glaub's. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, ja. Der glücklichsten Tag, wie man so sagt. Zeig mir deine Waren. Was gibt es? Nur Ja. Kirschlicker? Meins. Okay, meins. Leb wohl. Bis bald. Dann gehen wir. Elias, glaube ich. Ja. Alchemie. Dann. F. Bereits hergestellt, sollen weggehen. Man das jedes Mal machen muss. Okay, das wurde hergestellt. Blaues Mutter gehen, Nacht nicht. Weiße Möwe. Brauche ich? Kirschlikör brauche ich. Und die weiße Möwe. Also für. Ein Alkohest. Und dank der weißen Möwe kann ich. Weißen Möwe. Verdammt. Was brauchte ich? Welcher Trank wollte ich überhaupt? Nein. Nein. Auch nicht. Dann muss es einer von diesen hier gewesen sein. Leichenfresserblut. Druidenöl. Überlegenes Vampiröl.
Er weiß gerade nicht, und chemistische Substanzen sind wohl solche, die man immer wieder, wie bei den Alkoholen, immer wieder machen muss. Was vielleicht für hier? Krebis. Okay, für irgendetwas wollte ich doch. Oh, da ist sie ja. Und sie schnuffelt fester. Zumindest glaube ich das. Also schnell reisen, und zwar nach Platz des Hierarchen. Gut, hier entlang. Auf der anderen Flussseite. Sie macht mir Sorgen. Ich muss die Dinge schnell erledigen. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab ich um meine eigenen Sachen schon. Ah, hier unten. Vielen Dank. Immer wieder das Gleiche. Okay, kaufen. Das beste Angebot. Die besten Vorräte. Nicht drängeln. Ja, den kennen wir auch. Sehr gut. Mit deinem Angebot. Nein. Ein Cashlicker haben wir hier auch nicht. Bis dann. Sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Also, ist es der da? Kaufmann. Komm her! Kommt ah, ne, hier! Silvester Amello. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Was hat der Kobold denn gestohlen? Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Wie sieht dieser Kobold denn aus? Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Echt? Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Kommt drauf an, was du zahlen willst. Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Wir wollen nicht zu habgierig sein, 12 sollte gut sein. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Okay, werde ich machen. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Okay. Tanz. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Da hat sich doch ein Doppler als Jorn Borschtbart ausgegeben. Sein Konto bei der Vivaldi-Bank ausgeräumt. Davon habe ich schon gehört. Vielen Dank, Geralt. Okay, wo geht's? Die Straßen führen nach Mahakam. Sei gegrüßt. Gut, wo? Ja, eine riesenfette Katze läuft hier durch, und die sehen ja auch so aus, als würden sie schlafen. Okay, die. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Noch eine Spur. Krallenabdrücke. Aber ich kann die nicht untersuchen. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe an Armut. Und der. Er klettert direkt hinter der Wache, und das soll niemand gemerkt haben? Er ist in den Graben gefallen.
Hier endet die Spur. Okay, hier geht's weiter. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Ist es eine gestiefelte Kater? Nee, oder? Sperrangel weit offen. Interessant. Okay. Mal schauen, was wir hier alles finden. Und das alles hat er den Händlern geklaut. Eieiei. Aber sind wir ehrlich, das ist nicht gerade wenig. Ich kann die Händler schon verstehen. Er hätte es unauffälliger machen sollen. Nein, komm schon. Das sieht so aus, als könnte man hier raus. Nein. Es wäre da oben irgendetwas. Und hier eine haben wir. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Ne? Greifen die alle. Oder warum hat er viele verschiedene? Er hat auch noch andere Waffen. Ein Schild des ewigen Feuers. Hier ist noch ein. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist des Lesens kundig, wenn nicht gar gebildet. Unser Brief. Gut, lies den Brief. Werde ich gleich machen. Hier. Jane, bitte, hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dir überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicher ist? Wie ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft. Und die Einkünfte, du brauchst nicht mal zu stehlen. Also, wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief, Luis. Pers, verbrenne diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast, ja? Pip, Pers, ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir den Gefallen und verbrenne ihn. Pip, Pers, wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Lavendel. Starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Gut, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ciao, Leute!